Schlüssel? Wow! Ah, ein Haken. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Geil. Wenn ihr vor einem Abgrund steht, nehmt doch den Haken, damit es weitergeht. Wird ein Monster vom Haken getroffen, bewegt es sich nicht mehr. Der Weg ist offen. Geil. Oh, wir haben einen dritten Gegenstand. Ui, das Geräusch. Oh, wir mit den Armen, so das, wie bei Spider-Man, so die Arme auseinander und dann... Ziemlich cool. Kann man es auch irgendwo hin, so hinschwingen? Eigentlich schon, ne? Oh, wie geil. Oh, an den, den kann ich mich gar nicht erinnern. Oh, wie geil. Oh, wir können die Wand aufbohren. Bam, 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 bam. Können den Nachbarn zu Tode nerven. Oh, das ist geil. Das gefällt mir jetzt schon. Da können wir, glaube ich, eine Menge mit Unsinn anfangen. Ach, jetzt verstehe ich den Raum hier auch irgendwie, ne? Ach so, ja klar. Ganz einfach. Bis hier hin, rüber und weiterschieben. Geil. Ist irgendwo irgendwas hinter? Na, man weiß ja nie. Dann hier auf die andere Seite mal. Das ist ja mal geil. Richtig hammergeil. So, der kann keine Funke, da habe ich Pech gehabt. Dann machen wir das hier, und das hier, das hier und das hier und das hier und die sollten tot sein. Dann trinke ich mal eben was in der Zeit. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ihr irgendwas davon hören könnt. Aber ich hoffe, euch stört das nicht so. Wenn doch, dann stellt euch mal nicht so an. Also, mein Gott. Kann ja nicht so schrecklich sein. So, eine schöne Aussicht hier mit der Wolke. Wow. Ich hau die Luft und... Na, egal. Ich will eigentlich nicht nach oben. Ich will gucken, was dahinter ist. Geil. Oh, das Geräusch. Schau mal hin. Ziemlich cool. Aber da ist anscheinend nichts. Das hat mich bei Luffy ja immer schon irritiert, dass da zwischendurch irgendwie so leere, viereckige Räume sind, die mir nichts zu sagen haben. Dass irgendwie so ein Raum total riesig ist, aber irgendwie nichts drin ist. Wow, noch so ein gigantischer Raum. Ich habe keinen Bock auf die Orks. Auf die habe ich echt keinen Bock. Und noch so ein Ding. Wie sieht das Ding aber aus? Sieht aus wie so ein Skelett irgendwie, aber irgendwie so mit einer Mütze drauf oder so. Ganz komisch ist aus. Ah, der Fahrstuhl. Das scheint der Fahrstuhl zu sein. Den gucken wir uns gleich an. Ui, was ist denn hier? Mhm. Okay. Ist ja klar, das ist jetzt so typisch mit der Bombe. Das kennen wir ja. Drücken wir den Schalter hier mal. Achso, das ist für den Rückweg wahrscheinlich. Und hier kommen wir wieder da hinten raus, ne? Ja, okay, da haben wir so eine Runde gedreht. Gut, dann gehen wir mal hier runter. Und, oh, wir können hier speichern. Okay, das ist eigentlich immer ein Anzeichen von Endgegner. Das scheint mir doch ein bisschen zu früh eigentlich, oder? Nö, hier können wir nur eine Leiter ausfahren. Okay, gut. Müssen wir auch machen, ist ja gut. Das ist schon im vierten Stockwerk. Oh, jetzt muss ich extra eine Runde... Ne, muss ich ja gar nicht. Dann will ich doch nochmal auf der anderen Seite gehen, weil ich da war doch. Da müssten wir doch eigentlich rauskommen zu der Außentreppe, oder nicht? Nämlich hier runter. Ah, ich habe aber keinen Schlüssel. Das ist natürlich doof. Das ist. Dann geht da wahrscheinlich zum Endgegner, vermute ich mal. Das ist der vierte Stock. Wohin wollt ihr? Oh, jetzt wird's kompliziert. Gehen wir erstmal ins Erdgeschoss. Gehen wir erstmal von unten nach oben am besten. Erstmal ganz runter. Oh, da sind wir schon da. Erdgeschoss. Okay, da war am Anfang. Dann müssten wir. Waren wir hier auch schon? Ne, hier waren wir noch nicht. Glaube ich, ne? Da mussten wir, konnten wir nur mit dem Schlüssel hin. Genau. Ah, interessant. Jetzt sind wir hinter dieser Tür. Und hier ist absolut gar nichts. Doch, da hinten trappelt irgendwas rum. Komm her. Bäume. Ja, die müssen ja gegen Feuer eigentlich anfällig sein. Zumindest in der Pokémon-Logik. Wenn ich mal angreifen dürfte. Der Hasspilz. Ui, der muss weg, der muss weg, der muss weg. Der muss weg. So, ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Funke und... Und das Bäumchen brennt. Lichterloh, sehr schön. Ah, ist auch schön, wenn irgendwas mal klappt. Kraftdrang, geil. So kann ich mich auch über mit Truhen rüberhangen. Nö, das geht natürlich nicht. Da ist die Truhe irgendwie zu klein. Oder ich zu fett. Nee, ich will erstmal
jedes Stockwerk gründlich überprüfen, bevor ich irgendwie mich total durcheinander bringe, indem ich hier hoch und runter gehe. Das muss jetzt auch nicht so sein. Was ist denn hier oben? Hier ist nichts oder was? Ne, doch, da kann man es freisprengen. Fast so dunkel in der Ecke, dass man es gar nicht sehen kann. So. Oh! Boah, davor habe ich ein bisschen erschrocken gerade. Okay, Tropfen war da, glaube ich, ganz gut. Donner war, glaube ich, auch ganz okay. Da war irgendwie alles ganz okay. So, das ist das Ding hier auch weg, dann gehen wir schnell zur Truhe hier. Und da ist ein Adlerstein, den haben wir doch schon. Hoho, was ist das denn? Den haben wir doch wirklich, oder? Ne, wir haben den Pferdestein. Hat keiner den Adlerstein? Der kommt mir aber sehr bekannt vor. Ah ne, ich kann auch hier schon irgendwie so switchen, oder? So, genau, er und er. Ne, den hat echt niemand. Okay, interessant. Kriegt er mal den Adlerstein, was den Angriff erhöht und Beweglichkeit. Sehr schön. Hat das auch eine Zornattacke? Ja, hat's auch. Trifft den Gegner mit doppelter Kraft. Mit besonders gegen flinke Gegner. Mit doppelter Kraft? Da male ich mir jetzt was ziemlich Geiles bei raus. Dann gehen wir. Hoppala. Hangeln wir uns wieder zurück. Ja, den einen Pilz können wir noch eben machen. Das sollte ja kein Problem sein. Boah, 200 Goldmünzen bringen die Teile. Gut, dann gehen wir wieder zum Fahrstuhl und gehen ins erste, im ersten Stock erstmal und schauen nochmal weiter. Hier muss ja irgendwo noch der Schlüssel versteckt sein, den suchen wir jetzt gerade. Das erste Stock. Wo ist der Schlüssel? Ah, hier auch noch eine Truhe, sehr schön. So, die waren auch irgendwo gegen empfindlich. Ich hab vergessen, gegen was? Ich weiß es echt nicht mehr. Oder waren die das gar nicht? Die waren das gar nicht, ne? Ich glaube, die waren das gar nicht. Vorher war es schon mal nicht. Gut. Das ging total in die Hose. Oh, die haben nur 82 Leben. Das ist aber relativ wenig eigentlich, oder? Ich sollten die Gegner jetzt schon ein bisschen mehr haben. Der Giftnadel. Nein, nicht vergiften. Ah, Glück gehabt. Und die Thea kriegt wieder voll dran. Oh, nur zwei kriegt der Geier. Ist ja gar nichts. Hat der... Wir könnten ja mal irgendwas ausprobieren. Ego-Kraft war das, glaube ich. Ne? Ein bisschen heilen könnte. So, wow. Ja, Wasser. Okay, jetzt weiß ich wieder. Gut, gut. Dann weiß ich beim nächsten Mal. Wow, wieder 1000 Goldmünzen. Krass. Was ist hier drin? Der Speedy-Saft. Ui. Der scheint auch dauerhaft zu sein. So ein Art Krafttrank. Aber wen soll ich denn mit Schnelligkeit geben? Keine Ahnung, weiß ich echt nicht. Wo ist der Trank? Ist er irgendwo hinten? Ja. Wird Beweglichkeit. Ey, keine Ahnung, wen ich Beweglichkeit geben soll. Eigentlich wäre es da eigentlich. Naja, Beweglichkeit ist ja. Was war das denn nochmal? War das für kritische Treffer oder war das für Ausweichen? Ich glaube beides, oder? Bin mir gerade nicht so sicher. Bin mir gerade echt nicht so sicher. Gut, dann gehen wir mal in den zweiten Stock. Okay. Wie soll ich denn zu dieser Treppe da hinkommen? Das irritiert mich jetzt sehr stark. Hier waren wir schon, da waren wir noch bei diesem leeren Gang, wo ich dachte, da wäre noch irgendwie was versteckt. Wieso das denn gehen da unten? Ist hier ein Geheimgang? Kann ich einfach drüber laufen vielleicht? Sehr irritierend. Ui, hier waren wir noch nicht. Ah ja, das sieht wieder nach einem Rätsel aus. Na gut. Das heißt, hier wird wahrscheinlich zu sein. Ja, das ist sie tatsächlich. Okay, dann wollen wir mal kurz nachdenken. Wir müssen den Schalter aktivieren. Vermutlich müssen wir auch diesen Klotz da drauflegen. Okay. Das muss ja irgendwie mit den Haken funktionieren.
Ich kann aber... Doch, ich kann, glaube ich, hier schon hin, oder? Reicht das? Nee, das reicht von der Reichweite nicht. Hm, okay. Ich kann aber gar nicht so viel machen gerade, sehe ich, oder? Ui. Okay, ich war davon überzeugt, dass das gar nicht funktionieren würde. Deswegen habe ich das einfach mal gemacht. Na gut, jetzt weiß ich es besser. Dann komme ich jetzt auf die andere Seite. Oh, was habe ich jetzt wieder für Unsinn gemacht? Ah ja, jetzt weiß ich, wie es geht. Ja, ich muss jetzt runter und dann wieder rechts. Dann geht das. Dann komme ich da wieder aus. Aber das mit dem Schalter wird schwierig jetzt. Welchen Ursprungszauber eigentlich benutzt hätte, nachdem ich runtergefallen bin? Wäre ich dann wieder oben gewesen? Das hätte ich gern gewusst. So, jetzt müsste es gehen. Ne, tut's gar nicht. Wieso geht das jetzt nicht mehr wieder runter? Ach, jetzt war... Ja, jetzt weiß ich, wie das geht. Ja, jetzt war ich es. Sorry. Jetzt war ich. Jetzt habe ich es gesteckt. So. So. Und jetzt geht das. Ja, ich brauche manchmal ein bisschen lang. Und das hier ist, war mir irgendwie nicht so wirklich durchschaubar. Also, das gehen wir hier runter und dann gehen nach rechts. Und dann die Tür da oben lang und dann müssen wir den Fahrstuhl wiederfinden. Beziehungsweise gehen erstmal hier hoch. Und dann machen wir das. So. Sehr schön. So, das Rätsel scheint noch ein bisschen schwieriger zu sein. Das leuchtet mir gerade nicht ganz ein. Also das, was ich kann ja nur das hier erstmal verschieben. Eigentlich geht auch nur so. Aber es bringt mir doch gar nichts, weil ich kann ja nicht zwei Säulen hintereinander schieben, oder? Nee, das geht nicht. Jetzt sitze ich in der Falle. Interessant. Interessant. Oh, das scheint ein bisschen schwieriger zu sein. Ah, wie soll das denn gehen? Wie soll das denn gehen? Ich muss irgendwie dahinter kommen, nur wie? Nee, das reicht nicht. Eieiei. Das regiert aber auch nicht. Ah, doch, Moment. Da könnte was funktionieren, wenn ich ihn so verschiebe. Dann könnte ich so daran, oder nicht? Nein, kann ich dich? Das ist natürlich scheiße. Oh, doch, geht wohl. Okay, jetzt mal scharf überlegen. Erstmal schiebe ich den, würde ich sagen, erstmal hier hin. Dann einmal noch so. Ich hoffe, dass ich keinen Fehler gemacht habe. Dann noch hier runter. Jawohl, sehr schön. Puh, ich habe schon Angst, dass das jetzt ein bisschen länger dauern würde. So, was ist denn jetzt hier versteckt? Ein großer Raum. Okay. Wow, es geht jetzt hier hoch. Dann wieder hier rein. Jetzt sind wir im dritten Stockwerk und... Ui, was ist das? Ich muss mir die jetzt nicht merken, oder? Schau dir die Folge... Nochmal. Schau dir die Folge der Blauen an, damit sich die Türe öffnen kann. Ich würde sagen, machen wir erstmal den Zombie weg. So, und weil es gerade so fies geleckt hat, beende ich ganz kurz die Aufnahme. Bis gleich. Aber erstmal lassen wir diese Runde auslaufen. So, jetzt. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Und wir haben gerade noch gesehen, dass Seelan irgendwie paralysiert worden ist. Dann können wir direkt mal hier die Erlösung ausprobieren. Machen wir auch direkt. Und Taunting machen noch. Gucken wir, wie viel Ghoul wir noch platt machen können. Schön, dass die Erlösung auch funktioniert. Boah, 400 macht er jetzt. 400. Das ist sowas von krass. Also, ja, wo war ich jetzt? Genau, das Rätsel gibt mir noch ein bisschen zu denken gerade. Ich will mal die Ego-Kraft ausprobieren. Das gibt mir gerade wirklich ein bisschen zu denken, weil ich weiß jetzt nicht so ganz genau, was von mir verlangt wird. Ich bin da ein bisschen an Grübeln. So, dann lassen wir mal sehen, was der Guy uns anzeigen kann. Jeder müsste dann 25% seines Lebens bekommen. Dann müsste Guy und Seela erstmal viel kriegen. Jawohl, sehr schön. Das kann eigentlich, ja, die Heilung kann eigentlich ziemlich geil sein. Kriegt ja wirklich jeder, das ist ziemlich geil.
komm, der eine Ghoul noch weg hier. Zack, 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 schnell weg. Da, da, da. So. Ui. Ah, okay.